Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video nach einer kurzen Pause hier auf Martins Welt. Im heutigen Video will ich euch mal die Soraki M906 9mm Schreckschusspistole vorstellen und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns am Anfang erstmal den Lieferumfang von der Soraki 906 an. Die Soraki wird in so einem kleinen wertigen Koffer geliefert. Habt ihr hier noch einen Aufkleber drauf. Da stehen so ein paar Informationen drauf über Hersteller, Modellnummer und sonstiges. Hier Soraki 906, Titanausführung in dem Fall, 9mm PAK. Gibt es nicht wirklich viel zu sagen zu dem Koffer. Ist recht klein, recht handlich, lässt sich leider nicht extern absperren. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt schauen wir da mal rein. Seht ihr schon, wieder Schaumstoffauskleidung. Hier haben wir die Pistole selber. Kommen wir gleich nochmal dazu. Dann haben wir hier Abschussbecher mit Reinigungsbürste und eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Mehr gibt es zum Lieferumfang eigentlich auch schon gar nicht zu sagen, und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Pistole selber an. Schauen wir uns jetzt die Pistole selber mal an. Ihr seht schon, die Pistole hat ungefähr eine Größe von der Handfläche, ist damit eine sehr kompakte Pistole. Wir haben eine Länge von knapp 14 cm, eine Höhe von 10,5 cm und eine Breite von ca. 2,5 cm. Gewicht, also die Waffe ist jetzt noch ungeladen, haben wir ja 467 Gramm ungeladen. Die Waffe ist, wie gesagt, sehr kompakt, passt in jede Hosentasche, Jackentasche, Handtasche, je nachdem, wo man es halt benutzen will. Was aber natürlich klar ist, ihr dürft die nur in eurer eigenen Wohnung führen, beziehungsweise auf euren eigenen Grundstück. Wenn ihr das in der Öffentlichkeit tun wollt, zum Einkaufen, zum Spazierengehen oder sonstiges, braucht ihr natürlich wieder einen kleinen Waffenschein. Schauen wir uns jetzt mal die Verarbeitung an sich an. Verarbeitung gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier schön verarbeitete Nähte. Wir haben keine großen Spalte, keine wackelnden Teile. Gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Wir haben hier noch ein paar Schriftzüge. Soraki-Zeichen, dann Soraki-Schriftzug. M906. Die 9 steht fürs Kaliber, 9mm PAK. Die 6 steht für die Magazinkapazität, also wir können 6 Kartuschen ins Magazin laden. Dann haben wir hier noch die Abzugssicherung, kommen wir nachher nochmal dazu. Hier haben wir einen Schlittenfanghebel, dann hier haben wir einen Single-Action-Abzug. Hier hinten außen liegenden Hahn. Gezielt wird über Kimme und Korn. Dann haben wir hier die Seriennummer. Hier oben steht nochmal Kaliber 9mm PAK am Hülsenauswurf. Dann hier Made in Türkei. Ist klar, Soraki ist ein türkischer Hersteller. Hier haben wir noch ein paar, ja, sag jetzt mal herstellerspezifische Angaben. Made by Attack Arms. So schaut die Pistole von oben aus. Von der Seite kennt ihr es ja mittlerweile schon. Von hinten, unten und so schaut sie von vorne aus. Wenn man es jetzt ein bisschen ins Licht hält, seht ihr hier vorne die Laufsperre, die jede Schreckschusspistole haben muss. Und mehr gibt es zur Verarbeitung auch schon gar nicht zu sagen. Also wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut, wirkt sehr hochwertig. Wir haben hier oben Zinkguss, unten der untere Teil besteht aus ABS-Kunststoff. Liegt schön in der Hand, trotz der geringen Größe, also gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Sicherungen an, wo die Soraki 906 zu bieten hat. Sicherungen von der Soraki 906 haben wir zwei Stück an der Zahl. Einmal, wie vorhin hier schon erwähnt, die Abzugssicherung. Heißt also, jetzt steht der Sicherungshebel auf Schießbetrieb, kann ich den Abzug komplett durchdrücken. Wenn ich die Hebel nach unten mache, wird der Abzug gesperrt.
Zur zweiten Sicherung haben wir hier hinten die sogenannte Harnrast. Hat den Vorteil, der Hahn ist nicht komplett gespannt, liegt aber auch nicht am Schlagbolzen auf. Heißt also, wenn ihr eine Kartusche im Patronenlager vorgeladen habt, weil ihr die Waffe zum Beispiel zum Eigenschutz oder ähnliches führt, kann es passieren, dass wenn der Hahn direkt auf den Schlagbolzen aufliegt und euch die Waffe zum Beispiel aus der Tasche fällt, dass ich dann den Schuss lösen kann. Damit ist hier entgegengewirkt worden. Und wenn ihr jetzt praktisch die Waffe zum Selbstschutz führt, könnt ihr die Waffe durchladen, also praktisch, dass sich eine Kartusche im Patronenlager befindet. Macht die Harnrast rein, macht den Sicherungshebel für den Abzug nach unten und könnt ihr dann in der Tasche führen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie unbeabsichtigt einen Schuss löst. Wenn ihr jetzt den Hebel wieder nach oben macht, also wenn ihr die Waffe, sei jetzt mal im äußersten Notfall braucht, macht ihr den Sicherungshebel nach oben, spannt nur kurz den Hahn zurück und könnt dann die Waffe abfeuern. Wie schon gesagt, die Waffe hat einen Schlittenfanghebel. Der Schlitten wird in der hinteren Position gehalten nach der letzten Patrone. Zum Entnehmen vom Magazin haben wir hier eine kleine Besonderheit. Und zwar, da haben wir hier unten den Knopf. Ich bin normalerweise gewohnt, hier direkt am Abzug den Entriegelungshebel zu haben. Muss man sich ein bisschen umgewöhnen, wenn man es nicht gewohnt ist, aber finde ich auch ganz gut gelöst. Einfach draufdrücken, könnt das Magazin entnehmen. Waffe entspannen, fertig. Zum Magazin selber gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ganz normales 9mm Standardmagazin. Wackelt auch jetzt nicht sonderlich in der Waffe drin. Also gibt es nichts zu beanstanden. Das wäre jetzt von der Sicherung bzw. vom Entnehmen des Magazins gewesen. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie man die Waffe auseinanderbauen kann und wieder zusammenbaut. Wenn ihr mit der Waffe geschossen habt oder sie reinigen oder schmieren wollt, ist das alles kein Thema. Die Waffe lässt sich sehr leicht auseinander und wieder zusammenbauen. Wie das geht, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Als allererstes entnehmen wir hier unten das Magazin. Legen das zur Seite. Dann nehmt ihr hier den Sicherungshebel für den Abzug. Dreht den komplett nach links. Und ihr seht schon, ihr habt hier so eine kleine Erhöhung. Das sorgt praktisch dafür, dass der Hebel zur Seite rausgedrückt wird. Dann könnt ihr den Hebel richtig anfassen, könnt ihn rausziehen, auch zur Seite legen. Der Rest, wie gewohnt, auseinanderbauen. Habt ihr hier den Schlitten, dann hier habt ihr die Feder, die Führungsschiene und die Pistole selber. Und jetzt könnt ihr dann anfangen zu schmieren bzw. sauber zu machen. Hier haben wir das Patronenlager. Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Nehmt ihr wieder eure Führungsschiene, steckt die da rein, die Feder auf die Führungsschiene, einrasten lassen. So, jetzt könnt ihr die Waffe schon mal entspannen. Und dann gibt es jetzt für den Bolzen hier gibt es noch eine kleine Besonderheit. Ihr seht schon hier, der hat da so eine Nase dran. Hier drin befindet sich jetzt die Führungsschiene bzw. die Sicherung für den Bolzen. Ihr nehmt jetzt einfach, ihr seht schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, der Bolzen, der geht nur bis zur Hälfte vom Loch. Dann nehmt ihr hier den Bolzen, drückt den rein, schaut, dass der einrastet, dreht ihn dann nach links und dann rastet das Ding auch schon wieder ein. So, jetzt noch ein Magazin rein. Und das war auch schon eine ganze Zauber gewesen. So, kommen wir zum Schluss noch zum Laden der Pistole. Das ist natürlich auch denkbar einfach. Wir entnehmen das Magazin, legen die Pistole zur Seite. Jetzt habe ich hier 6 Knallpatronen. Nicht wundern, da habe ich extra eine silberne genommen, weil das ist eine ausgelöste Patrone, um euch nachher mal das Durchladen zu veranschaulichen. Nehmt einfach, könnt ihr dann auf den Tisch stellen, das Magazin, drückt das hier nach unten und könnt dann das Magazin mit den Kartuschen befüllen. Nicht wundern, wenn ihr das erste Mal macht, kann es passieren, dass es ein bisschen schwerer geht. Das legt sich aber mit der Zeit und geht dann mit der Zeit einfacher. So, jetzt haben wir 6 Freunde drin. Jetzt nehmen wir meine Pistole wieder
Magazin rein, einrasten lassen, fertig. So, jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, die Pistole zu führen. Also wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, die Pistole führen darf man natürlich nur, wenn man dementsprechend einen kleinen Waffenschein dafür hat. Ansonsten bitte nur bei euch zu Hause, beziehungsweise auf eurem Grundstück. Und wenn ihr die Waffe transportieren wollt, bitte in einen abgeschlossenen Behälter, ungeladen und gesichert. So, wenn ihr aber jetzt allerdings einen kleinen Waffenschein habt und zum Selbstschutz diese Pistole führen wollt, dann könnt ihr das auf zwei Möglichkeiten machen. Entweder so wie es jetzt ist, also mit vollgeladenem Magazin, ungeladen und entspannt. Nachteil davon ist allerdings, wenn ihr die Pistole wirklich brauchen müsstet, dann müsstet ihr erst mittels Schlitten die Pistole durchladen, dass eine Kartusche ins Patronenlager vorgeladen wird. Ja, es geht, kostet aber wertvolle Zeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach, ihr ladet das Magazin voll, wie eben gezeigt, ladet die Pistole durch. So, jetzt befindet sich eine Kartusche im Patronenlager. Nachteil ist allerdings, wenn ich jetzt hier drauf drücke und eine scharfe Kartusche drin hätte, würde sich ein Schuss lösen, was natürlich in Jacke oder Hosentasche unbedingt zu vermeiden ist. Um denen entgegenzuwirken, dass sich der Schuss von selber löst, haltet ihr einfach mit dem Daumen hinten den Hahn fest, drückt einen Abzug, dann führt ihr den Hahn ganz langsam und vorsichtig nach vorne und lasst ihn auflegen. So, jetzt ist die Waffe entspannt und es dürfte in der Regel nichts mehr passieren. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Pistole fällt euch aus Versehen aus der Tasche raus. Der Hahn wird dabei zurückgezogen, schnellt nach vorne und löst dadurch auch wieder einen Schuss aus. Auch nicht gerade schön. Wie kann man da entgegenwirken? Ihr nehmt den Hahn einfach, wie vorhin gezeigt, in die Hahnrast. So, jetzt ist er nicht komplett gespannt, ist aber auch nicht am Schlagbolzen dran. Kann normalerweise nichts passieren. Wenn ich jetzt allerdings hier vorne wieder einen Abzug drücken würde, würde der Hahn trotzdem nach vorne schnellen. Heißt also, wir machen den Hebel nach unten, dass die Abzugsicherung aktiviert ist und jetzt ist die Pistole komplett geladen und gesichert. Jetzt könnt ihr die tragen und braucht euch keine Angst zu haben, dass aus Versehen ein Schuss gelöst, sich ein Schuss aus Versehen löst. Wenn ihr die Pistole dann im Notfall wirklich brauchen solltet, dann braucht ihr einfach nur noch hier hinten den Hahn komplett zurückziehen, die Sicherung nach oben und könnt dann mittels Abzug einen Schuss abgeben. Wenn ihr dann wieder zu Hause seid und wollt die Patrone wieder aus dem Patronenlager rausbekommen, nehmt einfach das Magazin raus, ladet die Pistole durch. Ihr habt schon gesehen, Patrone kommt unten raus, Waffe entspannen und das wäre es auch schon gewesen. Im Schusstest kommt heute leider nicht, da mache ich nochmal ein extra Video drüber, weil zurzeit das Wetter draußen nicht so besonders ist. Aber wie gesagt, der Schusstest kommt auf jeden Fall noch. Das wäre es jetzt gewesen von der Vorstellung der Soraki M906. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, kostenlos, wenn ihr es nicht schon habt, beziehungsweise könnt ihr das Video positiv bewerten. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!